Und eine Personalie heute auch bei der AfD. Da wirft ein prominenter Vertreter des rechtsnationalen Flügels der Partei das Handtuch. André Poggenburg, Fraktionschef und Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, tritt zurück. Er ist auch innerhalb der AfD umstritten und war unter Druck wegen seiner Rede am Aschermittwoch. Darin hatte er die Türken in Deutschland diffamiert und als Kameltreiber bezeichnet. Isabel Schäfers und Jan Fritsche jetzt mit mehr. Kritik hatte es an André Poggenburg auch innerhalb der AfD immer wieder gegeben. Politisch zu weit rechts, zu autoritär sein Führungsstil. Jetzt wurde der Druck aus seiner Fraktion offenbar zu groß. Ende des Monats will Poggenburg als Fraktions- und Parteichef zurücktreten. Ich persönlich habe aufgrund einer langen Diskussion auch zu meiner Aschermittwochsrede für mich die Schlussfolgerungen gezogen. Eine Rede, die Poggenburg am Aschermittwoch gehalten hatte, brachte das Fass offenbar zum Überlaufen. Darin hatte Poggenburg die in Deutschland lebenden Türken unter anderem als Kameltreiber bezeichnet. Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch. Die türkische Gemeinde in Deutschland erstattete daraufhin Anzeige wegen Volksverhetzung. Selbst die Bundes-AfD mahnte Poggenburg ab. Wir wollen solche Töne nicht. Es kann ja sein, ich habe die Bilder davon gesehen, dass sich Herr Poggenburg da möglicherweise von der Redesituation hat mitreißen lassen. Das geht aber nicht. Als Nachfolger Poggenburgs an der Fraktionsspitze ist sein bisheriger Stellvertreter Oliver Kirchner im Gespräch. Poggenburg selbst will trotz der Rückgabe seiner Spitzenämter im Fraktionsvorstand bleiben.